Das Leben kompliziert, weil jeder etwas anderes auf sein Brötchen schmiert. Der Vater, die Tochter, der Sohn und die Mutter. Was dem einen der Quark ist, dem anderen die Butter. Es gibt Käse und Wurst, Marmelade und Ei, Schokoladenpaste, Joghurt oder Müsli-Brei. Da ertönt ein Schrei. Es fehlt die Margarine. Und schon bricht es los am Tisch wie eine Lawine. Schmeckt Margarine oder schmeckt Margarine nicht? 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 Die Gemütlichkeit ist quer in die Messer. Jeder weiß etwas dazu und mancher noch besser. Sie ist vielleicht gesund, doch voller Gefahren. Wirkt Risiken, die niemals in der Butter drin waren. Für den einen ist sie nur ein Aufstrich anstatt. Dann nämlich, wenn man nicht was anderes hat. Der andere hingegen riskiert jede Wette für die Qualität dieser Pflanzenfette. Margarine oder schmeckt Margarine nicht? Schmeckt 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 Margarine oder schmeckt Margarine nicht? Besser streichen, ist immer weich, ist vegetarisch, denn sie kommt aus dem Pflanzenreich. Sie macht nicht so dick, denn sie ist nicht so fett. Butter hingegen ist oft hart wie ein Brett. Die gute Butter heißt nur so, weil sie so schmeckt und man ganz genau weiß, was in ihr steckt. Ich hoffe, dass ihr alle jetzt gar nichts mehr wisst und merkt, dass es im Endeffekt Geschmackssache ist. Geschmackssache ist! Margarine nicht, schmeckt Margarine oder schmeckt 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 Margarine nicht, schmeckt Margarine oder schmeckt.